Seit dem vergangenen Donnerstag, den 20. August, fährt die neueste U-Bahn-Generation der VAG in Nürnberg durch die Stadt und im planmäßigen Linienbetrieb. Nachdem am 19. August eine Präsentationsfahrt mit Vertretern der Stadt und geladenen Gästen sowie Pressevertretern stattfand, konnten dann ab 20. August alle Leute diesen Zug im planmäßigen Linienbetrieb benutzen. Derzeit stehen der VAG 3 Züge für den planmäßigen Linienbetrieb zur Verfügung. Seit mittlerweile über 50 Jahren prägen die Fahrzeuge vom Typ DT1 den Fuhrpark der Nürnberger U-Bahn. Mit einer Auslieferung zwischen 1970 und 1984 wurden insgesamt 64 Stück von diesem Fahrzeugtyp gebaut. Mittlerweile sind diese allerdings in die Jahre gekommen und genügen den heutigen Anforderungen an technischen Fortschritt und Komfort nicht mehr. Genau aus diesem Grund hat sich die U-Bahn Nürnberg bzw. die VAG, der Betreiber der U-Bahn Nürnberg, dazu entschieden, 34 Neuwagen zu bestellen. Die Züge werden dabei von Siemens im Werk in Wien gebaut. Seit Mittwoch der vergangenen Woche sind nun die ersten Fahrzeuge im Einsatz. Der Auftrag an Siemens ging dann im Jahre 2015 nach einer europaweiten Ausschreibung ein. Seit 2017 werden die Züge nun in Wien gebaut und im Mai 2019 traf dann der erste Zug auch in Nürnberg ein. Nach Inspektionen und einigen Tests an den Fahrzeugen in der Hauptwerkstelle der VAG in Nürnberg gab es dann eine Präsentationsveranstaltung am 26. Oktober des Jahres 2019. Diese fand dabei am U-Bahnhof Scharfreitering statt und es konnten alle Interessierten dort dran teilnehmen und den neuen U-Bahn-Zug erstmals im Stillstand begutachten. Ab November starteten dann die Tests und Schulungsfahrten für die Fahrer, vorrangig dabei auf der Linie U1. Die U1 soll natürlich auch das Haupteinsatzgebiet der Fahrzeuge darstellen, da hier bisher die DT1 hauptsächlich unterwegs gewesen sind und immer noch sind. Diese ist auch Nürnbergs längste und am meisten genutzte U-Bahn-Linie, welche Langwasser Süd mit Fürth-Harthöhe verbindet. Sie ist dabei insgesamt 18,5 Kilometer lang. Ursprünglich wurden bei Siemens insgesamt 21 Stück von diesen Fahrzeugtypen bestellt. Da allerdings im November 2018 die Idee aufkam, gleichzeitig noch die DT2-Fahrzeuge, welche ebenfalls noch im Einsatz stehen, mit auszumustern, wurden dann noch 6 weitere Fahrzeuge nachbestellt. Die zweite Option auf 7 weitere Fahrzeuge wurde dann im März 2019 eingelöst, um eventuelle Fahrplanerweiterungen aufgrund steigender Fahrgastzahlen zu ermöglichen. Damit verzögerte sich allerdings auch immer wieder der Zeitplan für die Inbetriebnahme und vollständige Auslieferung. Nachdem der ursprüngliche Termin vorsah, alle 21 Züge bis zum August 2020 in Betrieb nehmen zu können, gab es dann zur Vorstellung den Termin, den ersten Zug im ersten Quartal 2020 in den Linienbetrieb übernehmen zu können. Wie nun offensichtlich ist, konnte der erste Zug nun im August des Jahres 2020 in Betrieb genommen werden. Die vollständige Inbetriebnahme aller 34 Fahrzeuge soll bis Ende 2022 vollzogen werden. Im Gegensatz zu den nun zur Ablöse bereitstehenden DT1 und DT2 Fahrzeugen, welche immer in Doppeltraktion unterwegs gewesen sind, sind die G1er nun komplett als 4-Wagen-Zug untrennbar unterwegs. Dies verringert nun natürlich die Flexibilität im Wagenpark, wenn man so nicht einfach einen defekten Wagenteil abhängen kann und dafür einen funktionierenden anhängen kann. Für die Fahrgäste erhöht sich allerdings der Komfort, da der Zug vollständig durchgängig ist. Der Zug weist insgesamt eine Länge von 75,8, also fast 76 Metern Länge auf. Angepasst auf das Nürnberger U-Bahn-Netz ist er dabei natürlich mit einer Spurweite von 1435 mm ausgestattet. Die Breite des Fahrzeugs beträgt 2,9 Meter und die Höhe 3,5 Meter. Sie können eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu 80 km/h erreichen.
In jedem Wagen gibt es immer 3 Doppelschwenktüren pro Seite, somit im gesamten Zug 12 Doppelschwenktüren pro Seite. Die Türen sind dabei mit 2 Besonderheiten ausgestattet. Zum einen befinden sich in horizontaler Anordnung Leuchtstreifen, welche zum einen in grün leuchten, wenn die Türfreigabe drin ist und somit das Einsteigen gewährt ist, und rot blinken, wenn die Türen geschlossen werden. Zur Unterstützung gibt es dabei noch ein Warnsignal bzw. Warnton. Die zweite Besonderheit spielt sich unterhalb der Türen ab. Hier gibt es nämlich Trittbretter, welche ausfahren bei geöffneter Tür bzw. einfahren bei geschlossener Tür, um einen barrierefreien Einstieg einfach zu gewährleisten. Diese befinden sich auch an jeder einzelnen Tür. An der Front des Fahrzeuges fallen sofort die geschwungenen Lichter auf. Diese führen nämlich an der Fahrzeugunterkante parallel zum nach unten abknickenden schwarzen Verkleidungsstück und dann an der Fahrzeugseite horizontal direkt nach oben. Somit gibt es hier einen Knick in den Fahrzeuglichtern, welcher relativ auffällig ist. Ebenfalls sehr auffällig ist die weiße LED-Matrix, welche sich ganz oben in der Front des Zuges befindet. Die Seitenverkleidungen werden flankiert von 2 roten Kunststoffelementen, welche leicht nach vorne laufen und dann auf Höhe der Lichter nach unten abknicken. Der Rest des Triebkopfes wird sonst von der Frontscheibe überdeckt und ist des Weiteren in Schwarz gehalten. Unterhalb der gesamten Front befindet sich dann auch noch am Wagenkasten eine Scharfenbergkupplung. Wer nun meint, dass diese dazu dient, um die Züge in Doppeltraktion zu fahren, liegt falsch, denn dafür reichen die Bahnsteiglängen im gesamten Netz nicht aus. Diese werden voraussichtlich eher in betrieblicher Hinsicht zum Abschleppen oder zum Kuppeln von Zugverbänden bei Überführungsfahrten genutzt. Die Seitenverkleidung entpuppt sich an der Ober- und Unterseite mit einem roten Zierstreifen. Vom roten Streifen an der Oberseite bis auf Höhe der Fenster zieht sich dann ein schwarzer Fensterbalken. Darunter gibt es dann noch einen weißen Zierbalken. Pro Wagenseite gibt es abgesehen von den Führerständen immer 6 Fenster, davon 4 größere und 2 kleinere. Auch im Innenraum gibt es gerade für die Fahrgäste einige neue Annehmlichkeiten zu finden. Beim Einsteigen fallen direkt die an der Decke angeordneten Lichter auf. Im Türbereich sind die Leuchtelemente zwischen den beiden Türen angeordnet und leicht gebogen. Im restlichen Fahrzeug verlaufen sie dann gerade zwischen den beiden Führerräumen im gesamten Zug entlang. Nächster Halt, Weißer Turm. An der Front und den Wagenübergängen will man auch hier LED-Fahrgastinformationsanzeiger, welche unter anderem das Ziel- und Zwischenhalte anzeigt. Diese befinden sich entweder auf Höhe der Fahrerräume oder an den Wagenübergängen. Dort findet man auch die Bereiche zum Abstellen von Kinderwegen, Rollstühlen und Rollatoren. Diese Bereiche sind auch mit Polstern zum Anlehnen ausgestattet. Von der Decke herunter hängen Bildschirme, welche Fahrgastinformationen sowie ein Fahrgast-TV anzeigen. Aufsitzplatz. Zum Festhalten während der Fahrt sind Edelstahl-Haltestangen in den Türbereichen und an den Decken angeordnet. Für den Sitzkomfort gibt es hier im Innenraum gepolsterte Sitze, welche in Rot gehalten sind. Diese sind dabei nicht nur in der gewohnten Formation von Viererbänken auf Höhe der Fenster angeordnet, sondern teilweise auch horizontal. Insgesamt verfügt das Fahrzeug über 128 Sitzplätze. 476 weitere Menschen finden maximal Platz im Stehen im Zug. Somit können über 600 Fahrgäste hiermit transportiert werden. Für ein angenehmes Reisegefühl auch in den Sommermonaten gibt es eine Vollklimatisierung im Fahrzeug. Durch viele neue Komponenten erhöht sich in der Gesamtheit der Komfort für die Fahrgäste, aber auch für das Personal der U-Bahn Nürnberg.
Und damit sind wir auch am Ende dieses Videos angekommen. Ich danke euch wie immer ganz recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich natürlich wie immer über eine Bewertung oder einen Kommentar unter diesem Video freuen. Wir sehen uns dann wie gewohnt in 2 Wochen wieder zu einem neuen Video. Bis dahin, Dankeschön fürs Zuschauen, macht's gut und tschüss.